Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schoki Banoki Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sascha. Ich bin der Pujan. Ja. So schaut's aus. Und wir haben ein Geburtstagskind. Ausnahmsweise haben wir mal ein Geburtstagskind. Echt? Ja. Passiert sonst nie. Und zwar Mr. One Egg, No Egg Bicycle Driver. Lance Armstrong hat heute Geburtstag, geboren 1971, das erste Ei 1990 verloren, das zweite, nee, darüber macht man keine Scherze, er hatte nämlich Hodenkrebs. Auf der anderen Seite gibt es eine Ursache, eine eventuelle Ursache, der hat nämlich gedopt, der gute Bursche. Ja. Und nicht zu knapp? Jan Ulrich wurde zuerst erwischt, hat natürlich gesagt, hat er gesagt? Und dann hat Lance Armstrong gesagt, oh, von dem hätte ich das nicht erwartet. Ja, das gibt's doch gar nicht. Ausrichter Jan Ulrich, weißt du? Also auch in dem hessischen Dialekt hat der Lance Armstrong. Hat er Lance Armstrong. Der Lance. Und dann kommt der Lance, dann kommt es raus, dass der Lance selbst hier... Aber jahrelang. Jahrelang, jahrelang. Deswegen war er auch so gut. Schadschokolade. Ja. Er ist in Plano, Texas ist er geboren. Wo? Da, wo sie auch die Büffeln spritzen. Plano? Plano. Okay. Am 18. September 1973 ist die Bundesrepublik und die DDR in die Vereinten Nationen aufgenommen worden. Hammer-Info! Ja. Schnell weiter. Ja, schnell weiter, genau. Am 18. September 1810 beginnt der Unabhängigkeitsprozess der Nation Chile. Das heißt? Chile hat angefangen, an der eigenen Unabhängigkeit zu arbeiten, hat es geschafft, ist unabhängig. Wo waren sie denn vorher abhängig von? Spanien? Portugies? Ich weiß es nicht. Na, wahrscheinlich Spanien. Wenn das jemand weiß von euch, von wem Chile abhängig war, der schreibt das hier in die Kommentare. Derjenige, der das richtig reinschreibt, gib mir mal da hinten so ein Büchlein, da irgendeins. Büchlein, gib mir mal ein Büchlein, gib mir mal ein Büchlein. Nein, ein Büchlein, bitte. Ja, genau, ein Büchlein. Nein, kein China-Kracher. Komm, der Witz ist jetzt echt um die Ecke. So, ein Büchlein, so. Der kann nämlich dieses Büchlein gewinnen, Jackie. Ja. Und ficken fürs Volk. Und Zahnindianer auch. Genau. Also wir machen so, der Erste und bekommt... dieses Laptop. Nein, der Erste bekommt Jackie. Der Zweite, der sich meldet bei den Kommentaren, bekommt Ficken fürs Volk. Und der Dritte bekommt ein Zahnindianer. Bam! Wahnsinnspreis. Wackelzahn mit entführt. Oh, genau. Warte, ich habe doch gerade drauf gespuckt. Muss ich sauber machen. Macht ja nichts. Ja, genau. Das war's. Wir sehen uns morgen wieder. Ich frage dich nie wieder nach Büchern. Cheerio, Miss Sophie. Ciao, ciao.